Naja, es war natürlich so, ich habe eigentlich für zwei Zeitschriften gearbeitet. Langfristige Bindungen wie diese oder intensive Zusammenarbeiten mit einer Redaktion, die sind natürlich sehr fördernd. Man beginnt bereits zusammen im Konzeptionellen und man ist eingeschaltet in das ganze Geschehen. Und dadurch gibt es eine viel intensivere Zusammenarbeit. Wie heute werden Fotografen engagiert für einen Job, sie machen den und dann ist das wieder zu Ende. Und also ich habe 10 Jahre für Film und Frau gearbeitet. Das war damals das Zeitgeistblatt. Das war die erste Zeitschrift nach dem Kriege, die wieder also mit Gold dann verziert war, in Braun aussah, also wertvoll aussah, gesammelt wurde. Ich habe beim Film sehr viel gearbeitet. Ich habe viele Filmstars fotografiert und so weiter. Und ich habe denen die Bilder geschickt, die haben die Bilder gedruckt. Und dann eines Tages meinte der Chefredakteur, also wir glauben, dass Sie Mode fotografieren können, wir würden das gerne mal mit Ihnen versuchen. So begann dann meine Karriere als Modefotograf. Und daraus hat sich dann eine sehr intensive 10-jährige Zusammenarbeit entwickelt. Man darf dann nicht vergessen, in der Zeit gab es vielleicht eine Handvoll Fotografen. Modefotografie oder die Moden, sagen wir es mal so, reagieren immer auf gesellschaftliche Veränderungen. In den 50er Jahren wäre es völlig undenkbar gewesen, also Kleider zu machen, die oberhalb des Knies aufhören oder noch kürzer sind. Das war ganz undenkbar. Aber erst durch die erheblichen gesellschaftlichen Veränderungen zu den 60ern hin, also nicht nur mit dem Ende der 50er war der Krieg beendet, die Nachkriegszeit war beendet. Das wird heute immer so restaurativ hingestellt. Das ist aber nicht der Fall. Die Bilder zeigen das ja auch, dass die Menschen, die diese Zeit erlebt haben, eben doch Vorteile hatten. Sie waren wieder froh, ein anderes Leben führen zu können, denn sie hatten ja gerade die Katastrophe erlebt. Also bei uns gab es keine Trümmer auf diesen Bildern. Es gab Träume. Wenn sich das Leben der Menschen, wenn sich die Gesellschaft ändert, ändert sich eben auch die Mode. Wir sind alle sehr viel mehr mit der Mode verbunden, als wir es vielleicht im Allgemeinen zugeben. Mode ist ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens. Wenn Sie sich morgens anziehen oder wenn sich jeder anzieht, trifft er doch irgendeine Entscheidung. Und damit bringe ich ja zum Ausdruck, wie ich mich fühle, aber ich bringe auch zum Ausdruck, wie ich gerne gesehen werde, wie ich wahrgenommen werde. Und deshalb, das halte ich für sehr wichtig.